Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Ölex. Wir porten uns zurück in die Stadt, weil das ist mir einfach zu weit zum Laufen jetzt. Also das ist schon heftig weit. Wir porten uns zurück in der Stadt, sagen dem Typen, ey, wir haben mit allen geredet, die sind alle unschuldig. So, also halt wegen dem Mord. Dafür müssen wir Gefährten hier, Zahn und Zahn, hier findet den Besagersmüll. Wir haben ja hier alle auf der Karte anzeigen, Indizbeweise. Wir haben ja alle, oder? Hier war ja niemand mehr, wo wir sagen, ey, nö. Es ist jetzt nur Duras und der steht ja hier direkt vor uns. Hi. Sorry, aber es ist niemand gewesen. Ein Wort zum Mord an Asko. Balin ist es nicht. Kann es nicht gewesen sein. Askur war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Balin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Balin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Ich will hier nochmal raus. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Duras mag dich. Oh. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Duras verehrt dich. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Alter. Balin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal, in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Hä? Was hat Balin vor ein paar... Das ist so ein Unsinn. Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst. Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Hä? Was hat Balin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. Okay. Balins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir. Er ist der Mörder. Safe! Okay. Er ist der Mörder, Alter! Kurz speichern. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Duras vergöttet dich. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie.
Lol. Mitkommen. Okay. Lol, der verfolgt dich. Ja, echt jetzt? Ah, nice, nice. Wie sieht's aus? Kann ich, wenn er dabei ist, auch porten? Krass, okay. Okay, das ist krass. Licht ins Dunkel. Wir markieren jetzt mal die Quest. Du kannst ja gerade mitkommen, wenn du schon mal dabei bist hier. Komm, wir gehen jetzt hier, versteckte Schatulle. Das ist doch der, den wir Essen gebracht haben, oder? Der hat einfach mal ein Jetpack. Krass. Okay. Gut zu wissen. Wie gut ist die KI? Ganz okay. Wow. Beeindruckend. Okay. Wir haben jetzt einen Weggefährten. Das ist schon mal super. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal die Quest abgeben. Und schau mal, was hier liegt. Das ist der Elixit. Haben wir hier noch was? Öllampe. Eisenerz. Warum denn noch nicht? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Dagegen. Dagegen. Interessant. Ciao. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert doch niemandem etwas. Duras verehrt dich. Alles klar. Ah, nice. Wir speichern mal ab. Ich weiß nämlich nicht, wo wir sind. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Hi. Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Gefunden? Ich wurde von niemandem geschickt. Na, wenn das so ist, dann verpiss dich. Was bist du denn? Ich will keinen Ärger. Das will ich dir auch geraten haben. Also gut, was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Okay, was handelst du? Was handelst du? Für gewöhnlich warte ich hier auf Ornir. Er müsste mir eigentlich ein paar Maschinenteile mitbringen, die er beim Schlund abzwackt. Er bringt mir die Teile und ich gebe ihm einen Beutel Splitter. Aber ich warte hier jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Der Penner lässt sich einfach nicht blicken. Der ist bestimmt tot. Lassen wir dich mal stehen. Gerade keine Zeit. Ich will jetzt nicht schon wieder ablenken. Wir haben immer genug Ablenkung in dem Game. Mutantenkraut, nehmen wir mit. Oh, guck mal, ein Beißer. Helf mir! Zeig, was du drauf hast. Ah, deutlich angenehmer hier. Nice, das können wir im Prinzip alles erforschen, weil wir einen haben, der die Drecksarbeit für uns macht. Hier drin sieht aus, als ob wir hier drin schon mal gewesen sind. Waren wir hier schon mal? Das sehen wir gleich. Sieht stark danach aus, ja. Töte mal die Raptoren, bitte. Ich habe gehört, du bist Main, was sowas betrifft. Das Vieh mache ich platt! Ja, bitte. Alter, ich hätte gerne den... Er hat den Raptor nicht getötet. Egal, natürlich. Hol ich mindestens den Loot zumindest. Nice!
Easy. So, dann können wir auch mal hier reingucken. Guter Becher. Fleckige Liste erhalten. Gucken wir uns gleich mal an. Fleckige Liste. Lampe im Bad wechseln, Reifen am Auto wechseln. Planschbecken im Garten aufbauen. Da liegt Müll. Ich würde sagen, wir zünden mal eine Fackel an, dass man besser sieht. Alter, hör mal auf zu rollen. Das war wohl nichts. Okay, zack, 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 okay. Das war wohl nichts. Zack, zack, zack. Alter, das ist komisch. Zu einfach. Das ist so komisch. Ring der Lebenskraft. Energiespeicher. Und Elixit nehmen wir natürlich alles. Können wir mehrere Ringe tragen? Natürlich nicht. Das ist deutlich schlechter, weil wir hier haben ja beides. Ist alles angezogen. Oh, wir haben noch eine Mechanikermütze. Die ist schlechter. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon mal waren. Auf jeden Fall war die Truhe ja noch nicht... Oh, was haben wir hier? Rechnung schreiben. Oh, ein gutes Messer. Ich habe es genau gesehen. Schön, schön, schön. Sonst hier haben wir überall nichts mehr. Vielleicht noch auf dem Balkon. Den Wein, den guten Teller. Alles gut zum Verkaufen. Sehr alte Nachricht. Brennstoff. Gute Gabel. Erstmal alles voll vorlesen, was wir sehen. Der Tresor, den öffnen wir noch. Geldbündel und eine alte Münze. Oh, ist ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen rausgekriegt. Da haben wir noch eine Pflanze. So, falls wir hier noch nicht waren, dann gucken wir mal hier rein. Das sehen wir aber direkt, ob wir hier schon waren oder nicht. Sieht nämlich nicht danach aus. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Okay, Security Code. 1597. Enter. Das war nichts. 2365. Das war nichts. Okay, wir brauchen den Code. Wir haben doch gerade ein paar Schreiben gefunden, vielleicht steht da was dabei. Das Weltennetz ist viel zu gut befestigt, wir werden es an der Grenze dulden müssen, dafür stimmen die Gerüchte. Der Konverter unten im Tal ist komplett abgeschaltet. In wenigen Tagen werden wir zurückkehren, die Mission hat keinen Sinn mehr. Sag dem Arbeitsstress ein Lebewohl, wir suchen motivierte, begabte Leute. Bewirb dich jetzt unserem Einschreibecenter. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Die Handlungen der freien Menschen sind für mich widersprüchlich. Trotzdem dienen sie unserer Sache. Sie geben sich so viel Mühe, sich selbst zu eliminieren, dass die meisten von ihnen uns nicht weiter beachten. Die Kleriker hingegen sind anders. Sie sind mir auf den Fersen, hartnäckige Zeitgenossen. Ihre Augen sind fast so kalt wie unsere. Besser, ich breche nach Südosten auf, bevor sie... Radox Bericht. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für das Modell 1991 entschieden.
1991. Sandra, wir haben ein unerwartetes Zwischenfall der Familie. Mussten heute früh leider sehr ehrlich wegfahren. Bitte schau ein wenig nach der Maus in den Garten. Dankeschön und viele Grüße. 1991. Ich glaube zwar nicht, aber... 1991. Das war nichts. Schade. Okay, vielleicht finden wir hier irgendwo noch was. Wir nehmen noch mal eine Fackel in die Hand. Irgendwas, was auf den Code hinter... Ja, flieg hier einfach mal rüber, alles klar. Da. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Und haben den Tresor nicht gesehen. War das nicht hier überall mit den Notizen, wo wir gefunden haben und dem Tresor? War das nicht hier? Hier, wir haben doch... Nämlich, wo war's? Hier Nummeratsiedel 3, 1. 3 und 1 haben wir nämlich schon gefunden. Ich glaube, das war von hier, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1, 1, 3, 2, 1. Das war nichts. Na, vergiss es. Bis ich da durch bin, das sind zu viele verschiedene Möglichkeiten. Wir bräuchten noch ein Zettel. Wenn wir drei Nummern hätten, könnten wir das im Prinzip versuchen. Aber so aktuell ist schwierig. Egal, nicht vom Thema ablecken. Wir wollten... Das ist Bar... Ach, das ist der. Den lassen wir mal kurz schlafen. Den verdächtigt da, den faulen Sack. Der kam... Land. Ja, finde ich auch. Der kam mir ehrlich gesagt aber auch am verdächtigsten vor. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, hier haben wir wieder die Outlaws. Versteckte Schatulle. Wir speichern ab. Hier. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Was? Hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Asko die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Asko, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askos Mörder. Was? So ein Unsinn. Dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Asko war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Asko ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Oh, shit, Alter. Wir können ihn niemals töten. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst. Oh Mann, der verprügelt uns doch. Das ist total assi. Weißt, wir wissen, dass er es war. Jemanden anderen einen Mord in die Schuhe zu schieben, geht gar nicht.
Mann, wir haben doch gerade einen Gefährten erhalten. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Kälte gestiegen. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Großartig. Wir speichern, du dreckiger Sack. Gern ich ihn auch an meiner Seite habe und er die Leute verprügelt. Er ist halt trotzdem Mörder und er verhält sich gerade wie so ein Stück Arschloch. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Das Urteil. Er ist schon ein Sack. Ich will eigentlich... Eigentlich will ich, dass er sich verpisst. Aber du musst mir helfen, das Vieh zu töten. Scheißdreck, Mann. Was geht hier eigentlich? Waren wir hier schon mal? Hier sind auf jeden Fall Pfeile, die kann ich sehr gut gebrauchen. Alchemist tot. Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dort gestartet. Helf mir! Töte du ihn! Ich heil mich! Weißt, der war anfangs so nett und auf einmal entwickelt er sich zu so einem riesen Arschloch. Er hat den Typen getötet und wollte jemand anderen die Schuld zuschieben. Ah, was machen wir? Sind hier noch Pfeile oder so? Ja, tatsächlich, in Kirche mit 10 Pfeilen. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Rostige Axt, Pfeil. Oh, da unten. Bier erhalten. Ich liebe ja solche Sachen übrigens, wenn du dich genau umguckst, dass du dafür immer belohnt wirst, so wie hier zum Beispiel unten. War mir klar, dass da noch welche sind. Die Brücke ist irgendwie eingestürzt und die hat's halt alle. Alter. Die hat's halt alle mitgenommen. Okay, auf die Schnelle komme ich hier nicht mehr hoch, Kacke. Dann lesen wir mal so lange den Drohbrief, hä? Wenn du uns noch einmal minderwertigen Mist teuer verkaufst, wirst du bald Dünger für deine Kräuter sein. Alles klar. Was machen wir jetzt mit dem Asgar-Mann? Oh shit. Oh. Okay, wir müssen darüber zum Rüberklettern. Zum Hochkommen. Ich glaube, wir schaffen es hier nicht mehr hoch. Okay, vielleicht noch nicht. Warte noch kurz ab. So. Berserker tot. Ganz ehrlich, ich glaube, ich verpfeife ihn. Er ist zwar ein cooler Begleiter wahrscheinlich, aber das geht halt gar nichts. Moralisch kann ich sowas einfach nicht unterstützen. Also ein Mord und es jemanden anders in die Schuhe. Ich meine, klar, hier morden alle, wie sie lustig sind, aber das ist halt schon... Also er hat uns die Beweise durchgehen lassen.
besorgen lassen, obwohl er schon von Anfang an wusste, dass er schuld ist. Heißt, er hat Wärme für ihn. Laufbursche spielen müssen. So, ich suche ehrlich gesagt eigentlich nur einen Teleporter, damit wir wieder zurück können. Ja, greif ihn an. Alter! Lass mich in Ruhe. Fokussier den anderen. Ja, sehr gut. So, rohes Fleisch erhalten. Hier haben wir noch irgendwelche Pflanzen. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Ja. Er mag mich nur noch. Er hat mich mal verehrt. Das waren noch Zeiten. Doch, ich glaube, ich bin dafür, dass wir ihn verpfeifen. Was haben wir da oben noch? Wo sind wir überhaupt? Wir können jetzt gleich hier zum Aufzug gehen, zum großen Teleporter. Großer Aufzug, großer Teleporter. Aber davor gucken wir natürlich erstmal hier rein. Hier haben wir einen Besen. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Heiltrank. Reisetagebuch, Energiespeicher. Das war's. Enttäuschung pur. Oh, guck mal, ein Lagerfeuer. Den könnten wir wieder Fleisch braten. Blutiger Burger. Brot und... Machen wir einmal das. Da fehlt noch was. Und da machen wir mal, komm, 10 Stück. Weil so krass ist das gebratene Fleisch auf Dauer nicht. So, wir markieren uns den Teleport. Da, wobei, wir können eigentlich hier noch ein bisschen rüber gucken. Ich glaube, wir werden gleich nochmal einen finden. Komm, töte ihn. Jetzt reicht's mir! Oh shit! Lass mich auf den Baum da! Oh ja! Das macht er super! Komm, wir helfen ihm! Wenigstens einen abnehmen. Ja, dachte ich auch. Alter. Nein, verfickte Scheiße. Okay. Also er bringt uns doch nicht so viel wie erwartet. Was? Ausdauer kurz recken. Er hat den ersten besiegt. Ich nehme Altrang. Er hat abgebrochen. Ja, easy. Puh.
So, wir trinken ein paar Bier. Speichern nochmal ab. So, haben wir hier irgendwo einen Teleport? Das wäre ganz schön. Hi, seid ihr lieb. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Was? Ich wollte hier nicht hin. Alter. Ich würde sagen, damit cutten wir die Folge. Wir sind hier irgendwie in einem Geheimversteck gelandet, ohne dass ich es wollte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten.